Wir tun gut daran, einfach der Person zu vertrauen, die da in der Verantwortung steht. Und Jogi Löw hat oft genug gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Bundestrainer ist. Und von dem her muss man ihm auch vertrauen, dass das nicht immer schmerzlos geht und dass das auch nicht ohne Aufsehen passiert. Das ist, glaube ich, ganz normal, weil es wirklich auch richtig gute Spieler sind, verdiente Spieler. Das macht es immer sehr, sehr schwer. Ich kenne die Gedankenwelt vom Jogi nicht, deswegen kann ich auch nicht beurteilen, warum, weshalb das so ist. Dass der Verein, der FC Bayern, sich da vor die Spieler stellt, das ist, glaube ich, ganz normal. Und dass die Spieler auch enttäuscht sind, auch das gehört dazu, ist leider so.